Warten. Messi muss es machen. Da haben sie gut aufgepasst. Neymar. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt der Eckball. Ball ist erstmal wieder raus. Gabriel Jesus. Das macht er sehr gut. Gut durchgesetzt, gefährlich. PSG mit dem Tor. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Arsenal ist hinten. Der Ball rollt wieder. Das macht er gut. Sie geben Mbappé viel Raum auf außen. Flanke kommt auf den kurzen Pfosten. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Jorginho. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Das nächste Tor, diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich, hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Lionel Messi. Messi mit der Flanke. Aber dann fehlt so die letzte Konsequenz. Angriff bringt nichts ein. Gabriel. Gute Aktion. Jetzt der Angriff über Mbappé. Er bekommt Hilfe. Jorginho. Gut verteidigt. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet, das ist gelb. Ball bei Neymar. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ødegaard. Saka. Flanke soll zu Gabriel Jesus. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Saka bringt die Ecke rein. Super Tackling. Messi. Das ist die Chance. Sie holen sich die Führung zurück. Da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. 2-1. Hier ist noch alles drin. Saka. Arsenal mit guten Pässen. Er ist da und hat den Ball. Gabriel Martinelli. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen.
Gleich gehen wir in die Pause in dieser Begegnung, in der die Gastgeber zurzeit eine knappe Führung haben. Sieht im Moment natürlich gut aus für PSG, Wolf. Entscheidend wird sein, dass Paris weiter sein Spiel aufzieht, seiner Linie treu bleibt. Dann müsste das funktionieren. Oh, stopp, jetzt genau hinschauen. Notbremse, das könnte rot geben. Die kurze Variante jetzt. Jetzt Neymar. Stark verteidigt. Mbappé. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Er kommt noch mal davon. Keine zweite Gelbe. Ja, ist aber vertretbar. Hier reicht ein einfacher Freistoß. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Lionel Messi. So, der Pausenpfiff beendet. Wir machen weiter mit Durchgang 2. PSG im Moment mit einer knappen Führung. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Chance auf den Ausgleich. Das Wort aufgeben kennen Sie nicht. Ausgleich, da sind Sie wieder mittendrin in diesem Spiel. Und das zu 10, was für eine Leistung. Ehrlicher Alleingang, ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Gabriel Jesus. Könnte die Führung werden. Führung, das ist es. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die sind nur noch zu 10. Aber sie kämpfen, sie versuchen viel und dafür werden sie belohnt. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. 3:2 also, da ist alles drin. Viel Übersicht bei diesem Pass. Jetzt die Chance. Er macht das ganz sicher, gut geblockt. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Super durchgesetzt. Chance für Mbappé. Ganz stark abgeblockt. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Martin Ødegaard. Sauber vom Ball getrennt hier. Mbappé. Ah, das könnte es sein. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Klasse durchgesetzt und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit und der Abschluss passt auf. Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Und das sieht schon wieder nach einem guten Angriff aus. Gabriel Jesus. Arsenal mit guten Pässen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gabriel Jesus. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Mbappé. Hereingabe Mbappé. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Sie verlieren hier den Ball. Nur noch der Torwart vor sich. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Mbappé.
Mbappé. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Ødegaard. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Saka erhält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Die Ecke kommt von Gabriel Martinelli. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Gabriel Martinelli. Gabriel Jesus. Jetzt die Chance zum Führungstor. Tor, da ist es. Zu zehnt liefern sie hier eine tolle Leistung ab. Zu zehnt geben sie hier alles. Und jetzt haben sie die Führung. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Hier sehen wir nochmal die Szene. Da macht er sein drittes Tor. Er ist ganz gut drauf. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht 5:3. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Vorteil für PSG. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Messi. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Ecke kommt. Die gelbe Karte gibt es hier jetzt auch noch. Damit ahndet die Schiedsrichterin diese Szene gerade eben. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Jorginho. Ødegaard ist das. Gabriel Martinelli. Saka. Da ist die Flanke. Er kann wohl klären. Saka. Saka, das ist gut verteidigt. Und da ist der Ball wieder bei PSG. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Ja, das ist natürlich schade. Sie machen diese Chance nicht rein. Das hätte es noch mal sein können. Aber so, Wolf, ich weiß nicht. Hier macht sich so langsam aber sicher eine gewisse Resignation breit. Pass zum Gegner. Lionel Messi. Vielleicht der Anschlusstreffer. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, noch mal heiß wird und dann fällt das Tor. Offensiv zeigen beide Mannschaften eine Wahnsinnsleistung heute. 5:4 der Spielstand. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Jetzt können sie es entscheiden. Der Pass, nichts zu halten hier. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner... So, damit ist diese Partie also zu Ende. Und für Paris Saint-Germain ist es hier eine Niederlage geworden.